So, und damit willkommen zurück hier zu einer neuen Folge. Was ich hier in der letzten Folge gar nicht angesprochen hatte, ist, wir haben 86.000 Gewinn gemacht. Das heißt, wir sind wieder raus aus den Schulden. Abzüglich der 9.500 Euro der Gehälter, Wartung und Zinsen, weil wir ja im Minus waren. Also die 7.000, die sind dann beim nächsten Mal wieder drin. Aber immerhin, wir sind wieder bei 14.000. Das schaut doch ganz gut aus. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, wie sieht's aus? Was haben wir erreicht hier? Traue ich gar nicht hinzugucken. Achso, das ist ja, weil wir halt wirklich nur auf dieser einen Fahrt fahren, die oben genannt strecken. Oh, wir müssen wirklich alle fahren jetzt im Rundfahrtmodus. Shit, das ist natürlich jetzt echt bitter. Na denn, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Rundfahrt an, ja, können wir gleich so lassen. Dann können wir hier gleich rüberspringen. Dann wird die Folge vielleicht nicht ganz so lang. Und los geht's. So, Retalerstärke. So, jetzt an der Haltebucht 2. Hey, hallo, Schnieke. So, können wir hier wieder mal den Bus mal so mal fotografieren. Nee, auch nicht schlecht. Wunderschön. So, kannst du bitte da reinlaufen? Danke, dann kannst du mir gleich mal dein Ticket zeigen. Setz dich. Hier, bitte. Da hast du Glück gehabt. Na klar. Hier, wo hab ich denn... Ah, hier. Das ist heute kein nationaler Feiertag oder sowas, ja? Achso, siehst du, das kommt zum Beispiel auch noch dazu. Die Fahrer müssten eigentlich auf diesen Touren jetzt, die neuen Touren, keine Einnahmen erzielen, weil sie ja noch aktuell gar nicht gefahren worden sind. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Oh, Keule, hallo. Bist du bescheuert, ey? So, Schlagloch, Römerstraße. Also, der Rundfahrtmodus, wie gesagt, der bringt weder mehr Geld, noch bringt da halt mehr Erfahrungspunkte. Das ist ein bisschen, unausbalanciert, finde ich. Also da könnte man schon irgendwie machen, dass man da definitiv mehr Geld bekommt oder sowas. Ja. Danke. Das wäre auf jeden Fall, also vielleicht nicht mehr Geld, aber mehr Erfahrungspunkte solltest du halt schon bekommen. Das schon. So, raus aufs Land. Da wollen wir hin. Was ist das für ein interessantes Gebäude hier?
Ich weiß nicht, ob das hier zählt, wenn wir einfach weiterfahren. Und bei Omsi funktioniert das Ganze ja. Wenn man keiner an der Haltestelle steht, dann. Springt der einfach weiter. So, jetzt hätte er uns beinahe dazu gezwungen, dass wir jetzt hier durch Schlachtlauf fahren. Oh, was war denn jetzt? Och, wirklich. Gut, das können wir nochmal neu machen, Leute. Wieso komme ich denn da jetzt nicht hin? Bus zurück, Fahrt abbrechen. Also das war jetzt natürlich extremst blöd. Warum auch immer mir da jetzt schon wieder einer vor die Karre gelaufen ist. Och, Menno. Weil es bringt kein Geld halt. Sprich, die ganze Fahrt wäre komplett umsonst. So, nochmal von vorne. Ja. Danke. Aber komplett ohne Geld hier fahren, das macht natürlich wenig Sinn. Weiß zwar nicht, wo ich denjenigen jetzt angefahren haben soll, aber. Der Bus-Simulator wird schon wissen. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Wirklich? Sie hat gestern Shampoo gekauft. Leute, das ist das, was wir wissen wollen. Sie hat gestern Shampoo gekauft. Eine Fahrkarte, bitte. So, Tag Senior. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. So. Hätte alles so schön sein können. Schön vom Blitzer. Schon wieder ein bisschen knapp hier. Nächster Halt, Disco Grange.
bitte eine Fahrkarte haben? So, Standard. Danke. Statt Blitzeln habe ich beim ersten Spiel gar nicht gesehen gehabt. Bist du sicher? Du kommst eh nicht vorbei. Boah, es war knapp. Aber man merkt auch, ne, jedes Mal spielt es irgendwie anders. Danke, dass Sie so pünktlich sind. So, bei dem Gehöft war das ja gewesen, ne, wo wir den angeblichen Passagierunfall hatten. So, Tag, Senior. Danke. Oh. Es ist viel zu heiß draußen. Nächster Halt, Gutshof Reichegger. Oder war das hier auch schon? Ach, Mensch. Also schnell bist du aber auch echt nicht mit dem Ausweichen, wirklich. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Nächster Halt, Gutshof Reichegger. Was macht der? Mit seinem Handy? So ein schöner Tag. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich liebe. Danke. Da müssen wir jetzt echt alle Linien fahren im Rundfahrtmodus. Boah. Aber mehr als eine Fahrt werden wir immer am Tag nicht schaffen, also. Hat er nicht geschafft. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Nächster
Oh Gott. Dachte, jetzt fahren wir hier schon wieder auf diesen komischen Bordstein rauf, der ja nicht befahren werden darf. Moment, wo ist mein Hut hin? Was soll ich das wissen? Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Großartig. So. Aber gut, die 50 Minuten werden wir jetzt nicht sprengen. Gott sei Dank. Oh, ey. Das ist... Also das mit den Schlaglöchern, ich habe gesehen, man kann die auch abschalten. Also wenn euch das Ganze nervt oder sowas, ne, in den Optionen findet ihr das Ganze. In den erweiterten Einstellungen, wenn ihr kurz bevor ihr die Fahrt antritt, müsst ihr also bei der PlayStation auf das Touchpad drücken. Und da könnt ihr dann zum Beispiel Schlaglöcher, Blitzer oder sowas, Falschparker abstellen. Würde ich persönlich auch wahrscheinlich empfehlen. Also das mit den Schlaglöchern, das nervt richtig. Ein Passagier hier drin. Aber außer jetzt Schlaglöcher hatten wir jetzt Gott sei Dank keine schweren Unfälle oder sowas. Das ist doch schon mal was. Bis jetzt kriegen wir noch volles Geld hier. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. So, Tag Senior.
Das war jetzt irgendwie knapp gerade. Deswegen, das meine ich, das mit den Schlaglöchern ist richtig anstrengend, wirklich. Ich glaube, ich werde das danach auch abschalten. Toll. Ich habe die Handbremse drin. Eine Fahrkarte bitte. So, 19. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Tag Standard. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nächster Halt, Römerstraße. Was stinkt denn hier so? Land, Luft. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? So, Römerstraße, da kommt schon der ZOB. Ich brauche eine Fahrkarte. Und dann haben wir es auch schon wieder für heute, Leute. Also, ich hoffe es zumindest. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ach, Leute. Einfach mal Tickets vorher kaufen. Dies wäre großartig. Ja, genau. So. Bis dann. Das war's schon wieder. Etwa auf den Boden gefeuert, verstehst du? So.
Neue Farm haben wir bekommen. Spektakulär. So, 121.000. Ah, okay. Ja, okay. Nee, dann ist ja gut. Wollte jetzt gerade fragen, wo ist mein Punkt hin, aber stimmt alles, stimmt. So, in der nächsten Folge geht es hier an der Stelle weiter, wenn wir die nächste Linie nehmen. Und von daher mache ich es ganz kurz. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.